Yo, Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder am Wasser unterwegs, aber heute nicht zum Angeln. Ich möchte euch heute die neuen Köder von Hending vorstellen. Die haben mega Köder auf den Markt gebracht. Wirklich tolle Designs, Hammer Dekore. Ihr könnt echt gespannt sein. Die Dinger sehen wirklich mega aus. Sowas habe ich bis jetzt noch nie gesehen. So Freunde, wir haben hier einen Swimbait, mehrteilig, ist ein Gelenk-Swimbait, Hammerfarben, Hammerdekore, gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier die Größe in 100 mm, werden wir gleich den Lauf sehen. Dann haben wir hier nochmal einen mehrteiligen Swimbait, wieder ein Gelenk-Swimbait. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe hier auch die 100 mm Version. Dann haben wir hier einen Wobbler, auch mehrteilig. Ähnlich wie die anderen Swimbaits, nur mit Tauchschaufel. Ebenfalls die 100 mm Version. Dann, Freunde, haben wir hier Topwater Köder. Das ist eine Art Whopper-Plopper mit zwei Propellern. Hammer Dekore. Die sehen so cool aus. In 80 mm Länge. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier einen Lipless Crank. In 45 mm Länge. Gibt es ebenfalls in verschiedenen Größen. Und dann haben wir hier noch die Zikaden. Sehr interessanter Köder. Ebenfalls für den Bach, Forelle, Barsch, wird auf jeden Fall alles funktionieren. Ich würde sagen, ich schnalle mir meine Kamera um und dann machen wir ein paar Würfe und schauen, wie die Köder laufen. Die Köder sind, glaube ich, alle UV-aktiv. Ich werde euch dann nach und nach ein paar Bilder einblenden, wie die unter UV-Licht aussehen. Also Freunde, viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns mal diesen Gelenk-Swimbait an. Richtig cooler Köder. Hammer-Design. Mega scharfe Haken. Mal schauen, wie der läuft. Läuft auf jeden Fall sehr interessant. Der Köder sinkt ab. Man kann ihn ganz normal einholen, dann paddelt er richtig schön. Und man kann den Köder twitchen. Dann läuft er wirklich wie ein verletztes Fischchen. Sieht sehr interessant aus. Ich kann mir vorstellen, dass der auch auf Forelle funktionieren wird und da ist gerade tatsächlich einer hinterhergegangen. Okay, ich werde mal einen Wurf machen, vielleicht kriege ich eine. Das wäre jetzt der Hammer, hier auf diesem Gelenk-Swimbait eine Forelle zu fangen. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Aber heute bin ich nicht zum Fischen hier, sondern um Köder zu testen. Der kleine Gelenk-Swimbait läuft mega, kann man nichts sagen. Sehr interessant auf jeden Fall.
Ich werde ihn vielleicht auch am Bach fischen. Mal schauen. Also Freunde, nächster Köder. So Freunde, nächster Köder, der größere Gelenkswimbait. Wir haben hier ebenfalls wieder richtig scharfe Haken, kleben richtig. Bin mir sicher, dieses Ding ist extrem UV-aktiv. Und schaut euch dieses Design an, richtig cool. Also machen wir den ersten Wurf. Oh, der schlägt richtig nach den Seiten aus, krass. Wahnsinn. Man kann diesen Köder extrem langsam führen und der arbeitet richtig stark. Seht ihr das? Hammer. Richtig gut. Kann man ziemlich oberflächennah führen, wenn man ihn nicht absinken lässt. Richtig gut. Wenn man ihn absinken lässt, sinkt er ganz langsam nach unten. Bleibt aber aufrecht stehen, kippt nicht zur Seite. Sehr interessant. Hammer. Wenn man ihn twitcht, schlägt er extrem nach den Seiten aus und sieht aus wie ein verletztes Fischchen. Hammer. Richtig gut. Krass. Hammerlauf. Richtig gut, Freunde. Er macht auch schon deutlich mehr Druck im Wasser, mehr Druckwellen. Richtig gut. Wahnsinn. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht's. Krass. Läuft sehr gut. Hammer. Der läuft wirklich perfekt. Legt sich nicht zur Seite. Läuft richtig stabil im Wasser, kann sehr langsam geführt werden. Sehr interessant. Sehr gut. Also Freunde, das war der größere Gelenkswimbait. Fällt mir mega wie der erste. Macht richtig schönen Druck im Wasser. Sehr interessant für Hecht. Das ist die kleinste Größe. Gibt es auch deutlich größer. Und ich bin mir sicher, damit wird man den ein oder anderen nicht überlisten. Top. So Freunde, hier haben wir den Gelenkwobbler mit Tauchschaufel. Wieder mega Dekor, scharfe Haken. Nicht schlecht. Bin gespannt, wie der läuft. Sicher gut. Freunde, ich führe ihn ganz langsam. Und der schlägt richtig nach den Seiten aus und taucht sogar runter. Der macht richtig Druck, man sieht es in der Spitze und ich führe ihn wirklich langsam und der macht unter Wasser richtige Aktionen. Läuft schön gerade, läuft nicht seitlich, Hammer. Alter, der macht richtig Radau unter Wasser. Ich glaube, der weckt die Hechte auf. Hammer. Richtig gut.
Sehr gut. Schaut, ob man es hier besser sieht. Der macht richtig Druck unter Wasser, Freunde. Kann man auch twitchen. Dann läuft er wie ein verletztes Fischchen, dreht sich zur Seite. Ab und zu mal einen Twitch geben, wieder normal führen. Also dieser Wobbler läuft wirklich perfekt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So Freunde, was haben wir hier? Das ist der Topwater-Köder. Hammer-Design. Ein Krokodil, welches einen anderen Fisch frisst. Wir haben hier zwei Propeller. Und wenn man wirft, legen die Propeller sich an und somit fliegt der Köder viel besser. Wie ein Pfeil wahrscheinlich. Bin echt gespannt. Boah. Krass. Der Wobbler läuft sowas von stabil durchs Wasser. Wenn man den Köder schnell führt, macht er laute Plopp-Geräusche. Wenn man ihn langsam führt, ist er silent und nur der Propeller bewegt sich. Aber der Köder läuft sowas von stabil durchs Wasser. Der legt sich nicht zur Seite. Dreht sich nicht mit. Selbst wenn man den Köder schnell führt, dreht er sich nicht, wie bei manchen anderen Wobblerploppern. Läuft absolut stabil durchs Wasser. Lässt sich mega werfen. Der Köder schwimmt. Sinkt auf jeden Fall nicht ein. Krass. Sehr interessanter Topwater-Köder. Richtig gut. Top, richtig cool, läuft Bombe, sicherlich auch heftig UV-aktiv, ich werde die Köder zu Hause mal unter die UV-Lampe halten, Hammer, nicht schlecht. So Freunde, hier haben wir den Lipless Crank. Der hat Rasseln verbaut. Wieder mal ein tolles Dekor. Perfekt lackiert. Und sicher richtig UV-aktiv. Okay.
macht ordentlich Druck unter Wasser. Fliegt sehr gut, kann man sehr gut werfen. Den könnte ich mir sogar zum Forellenfischen vorstellen. Macht ordentlich Druck unter Wasser. Man spürt es richtig in der Spitze, wie er vibriert. Man hört die Rasseln sogar außerhalb vom Wasser. Die großen Versionen von diesem Köder werden sicher gut auf Hecht funktionieren. Macht wirklich viel Druck im Wasser. Und ich kann mir vorstellen, dass diese kleine Version hier auch sehr gut auf Forelle und Döbel funktioniert. Und auf Barsch sowieso. Top. Haken sind mega scharf. Schöner Köder. So Freunde, jetzt haben wir hier die Zikade. Das ist wieder die kleinste Version. Richtig schönes Design hier im Regenbogenforellen-Style. Sieht sehr schön aus. Richtig schön klein. Denk mal, für Forelle und Barsch könnte das Ding richtig gut funktionieren. Bin gespannt, wie das Ding läuft. Okay. Oha, krass. Das Ding vibriert ordentlich. Kann wie ein Wobbler geführt werden. Krass. Da ist gerade eine Forelle gesprungen. Mal schauen, ob ich die fangen kann. Boah, da war ein Biss, Freunde. Alter, tatsächlich war das ein Biss. Nachläufer. Krass. Damit sollte man doch eine Forelle fangen können. Freunde, das Ding macht ordentlich Druck unter Wasser. Fühlt sich richtig gut an. Mal schauen, ob ich es diese Saison noch mal schaffe, mit dem Köder loszuziehen, gezielt auf Forelle. Freunde, der Köder, der macht so ordentlich Druck unter Wasser. Läuft wirklich sehr gut. Läuft schön stabil, vibriert. Man spürt es extrem im Handteil. Hammer. Ich könnte mir vorstellen, dass der Köder auch zum Vertikalfischen sehr gut geeignet ist. Wahrscheinlich ist es sogar ein Köder, der eigentlich zum Vertikalfischen entwickelt wurde. Der sinkt schön ab und wenn man ihn hochhebt, vibriert er extrem. Zum Barsche zocken an der Spundwand oder vom Boot. Bestimmt interessant. Also echt krass, von diesem Köder hätte ich nicht so viel erwartet. Ich dachte, dass der eher bescheiden läuft, aber sehr interessant auf jeden Fall. Den werde ich hier am Bach auf jeden Fall fischen. Nicht schlecht. Und die Dekore, einfach der Hammer. Richtig detailgetreu, perfekt nachgemacht.
Man erkennt, dass es eine Regenbogenforelle sein soll. Mega. Also Freunde, hiermit beende ich das Video. Ich muss sagen, die neuen Köder von Hendingen laufen alle perfekt. Jeder einzelne auf seine Art und Weise. Die mehrteiligen Swimbaits gleiten richtig schön durchs Wasser. Können schnell oder langsam geführt werden. Sind sinkend, damit kann man verschiedene Wassertiefen abfischen. Sehr interessant. Der Wobbler mit Tauchschaufel, einer meiner Favoriten, macht ordentlich Druck unter Wasser. Ich denke, da können die Hechte kaum widerstehen. Der Topwater-Köder läuft Bombe. Man kann ihn schnell und langsam führen. Bei schneller Einholgeschwindigkeit macht er richtig laute Plopp-Geräusche. Und wenn man ihn langsam führt, ist es silent. Der dreht sich nicht um die eigene Achse, wie manche anderen Wopper-Plopper. Der läuft wirklich stabil durchs Wasser. Der Lipless Crank macht auch ordentlich Druck unter Wasser. Kann schnell und langsam geführt werden. Perfekt. Und Freunde, die Zikade hat mich wirklich positiv überrascht. Die wird auf jeden Fall bald am Bach gefischt. Die hat mir richtig gefallen. Ich denke, die wird diese Saison noch die eine oder andere Forelle in den Kescher befördern. Also Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde euch die Links zu den Ködern in die Videobeschreibung packen. Checkt sie auf jeden Fall mal aus. Die sind wirklich sehr interessant. Ich habe noch nie solche Dekore gesehen, solche Designs. Die haben sich da wirklich Gedanken gemacht und sich was einfallen lassen. Den Fischen werden die Dekore wohl egal sein. Aber das Auge des Anglers fischt mit. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.